Wenn die Blätter gelb und rot werden und der Herbst farbenfroh ist, dann erfreuen wir uns für eine kurze Zeit über dieses farbenfrohe Spektakel, bis dann für viele die nervige Arbeit kommt, um das Laub zu entfernen, damit die Straße frei wird und der Garten auch wieder schön ordentlich. Das solltest du mit dieser wertvollen Ressource überhaupt nicht machen, vor allem nicht irgendwo hinfahren und wegbringen, denn es hat einen sehr guten Grund, warum die Bäume das machen, und es ist auch sehr wertvoll fürs Bodenleben. Und dann brauchen sich nicht viele Gärtner wundern, warum sie ein Ungleichgewicht haben, wenn sie so eine wertvolle Ressource einfach wegbringen. Die Bäume werfen ihr Blattwerk ab, um im Winter nicht zu vertrocknen. Liegt aber daran, dass wenn der Boden frostet, sie kein Wasser mehr aus dem Boden aufnehmen können und die Blätter natürlich darüber Wasser verdunsten würde und das dann für ordentliche Probleme sorgen könnte. Jetzt wirft der Baum sein Laub ab, und das ist jetzt nicht einfach irgendein Müll, was du entsorgen sollst, weil du deinen Garten schön ordentlich haben möchtest, sondern lass es einfach liegen, weil das hat sehr viele Vorteile und damit schließt du natürlich den Kreislauf der Natur. Das Laub dient als Futter für Regenwürmer und Mikroben und dadurch bauen sie jetzt hier sehr guten Humus auf und versorgt dann später hier die weiteren Pflanzen und auch den Baum mit Nährstoffen. Also das heißt, hier wird der Kreislauf geschlossen, denn der Baum, der wurzelt sehr tief und bringt dann die Nährstoffe von unten nach oben in den Nährhumus. Deine Beete kannst du das Laub auch als Isolationsschicht nutzen, wenn du damit sehr gut mulchst. Dadurch fütterst du deine Mikroorganismen und die Regenwürmer und der Frost und die Kälte dringen dann nicht so stark durch. Und wenn du eine große Mulchschicht von Laub hast, was ich immer sehr gerne mache bei mir im Permakulturprojekt, oder ich mache einen schönen Laubhaufen, da verkriechen sich dann auch Insekten und überwintern auch dort. Und wenn halt Laub einfach liegen lässt oder einen Laubhaufen machst oder einfach Laub verteilst in deinen Garten und du noch Igel bei dir im Garten hast, dann tust du denen nochmal einen zusätzlichen Gefallen, weil sie damit auch mal ihr Unterschlupf mitbauen können. Nur allein für den kleinen Schnuffel lohnt es sich schon, das Laub einfach liegen zu lassen. Worauf ich besonders achte, wenn ich mit Laub mulche, dass es halt überwiegend von Laub- und Obstbäumen kommt und nicht ganz so viel von Nussbäumen wie zum Beispiel Walnuss, weil die halt einen sehr hohen Gerbstoffanteil hat, muss ich ja immer bildlich vor Augen halten, dass halt unterm Walnuss so gut die Pflanzenvielfalt eigentlich nicht vorhanden ist. Aufgrund dieser Gerbstoffe vermindert einfach das Pflanzenwachstum von anderen Kulturen und da passe ich halt einfach auf. Also wenn ich dann sehr viel Nusslaub habe, dann mische ich das auch ordentlich durch mit anderem Laub oder ich setze halt einen extra Kompost dafür an. Das heißt, ich nehme dann Walnusslaub mit Hühnermist und mache dann eine Heißrotte draus, also einen Berkeley-Kompost, der halt dann sehr schnell verrottet. Mit dem Hühnermist bekommst du auch schnell diese Hitze dahin, auch im Winter. Und dann habe ich dann hier schon mal eine schnell kompostierte Erde, die ich dann mit einem anderen Kompost gut durchmischen kann oder gleich direkt auf die Beete dann mit einarbeite als Fütterung für mein Bodenleben. Wenn ich zu viel Laub zur Verfügung habe, um damit meine Beete zu mulchen, dann nutze ich das auch als Hochbeetfüllung oder auch einfach einen Kompost anzusetzen. Laub ist ein super Humusförderer, nehme ich sehr gerne. Nehme auch das Laub von meinen Nachbarn, weil die halt einen ordentlichen Garten haben möchten und das Laub wegbringen. Und dann sage ich immer zu ihnen, fahrt das Laub nicht irgendwo hin, sondern stellt den Anhänger einfach bei mir vor die Haustür oder auf den Parkplatz. Ich nehme das ganze Laub, was ich dann brauche, und nutze es halt hier für meinen Obst- und Gemüseanbau. So kann ich wenigstens einen wertvollen Beitrag für die Natur leisten. Mein Obst- und Gemüseanbau wird auch immer besser. Die Artenvielfalt erhöht sich und dadurch habe ich auch jetzt mit jedem Jahr immer weniger Probleme mit Schädlingen, was mich halt sehr freut, weil ich dann die Zeit nutzen kann, um halt andere schöne Sachen zu machen. Zum Beispiel Sonnenbord machen, Spinnen oder Wespen aus dem Wasserfässer retten und neue Freundschaften knüpfen. Bei mir die Hornissen beobachten, um einfach zu merken, dass Wespen und Hornissen eigentlich gar nicht so problematisch und aggressiv sind, wie mir in der Kindheit erzählt worden ist und ich eigentlich gar nicht weiß, wo das Problem bei den Leuten ist, bei den Tieren. Nochmal kurz zusammengefasst, lass das Laub liegen, dadurch schließt der Baum seinen Nährstoffkreislauf, da wird nicht unnötig dann die Nährstoffe weggebracht, dein Baum bleibt dadurch auch vital. Wenn du einen Haufen machst, auch gar kein Problem, damit halt hier Insekten und Tiere Unterschlupf finden, zum Beispiel der Igel, damit auch die Artenvielfalt auch mit erhöht, also auch immer wieder an Insekten und andere Tiere mitdenken, wir sind hier nicht alleine auf der Erde. Und auch wenn du dann das Laub auch nutzt von anderen, dann kannst du dadurch auch beispielsweise mulchen, um deinen Boden zu verbessern, Kompost oder Hochbeetfüllungen nutzen. Den natürlichen Kreislauf schließen ist einer der wichtigsten Aspekte in der Permakultur, wenn nicht sogar der wichtigste. Und dazu habe ich ja auch sehr viele Videos hier auf meinem Kanal um das Thema Permakultur. Und hier zwei weitere spannende Videos, die du dir gerne anschauen kannst. Teile auch gerne dieses Video an Freunden und Bekannten, Familie und gib dem Video auch einen Daumen nach oben, sofern es dir gefallen hat. Und gerne auch unten in die Kommentare schreiben, was du zum Beispiel mit Laub machst, und wenn du Kritik hast, auch gerne unten reinschreiben, damit ich die Videos besser machen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß.
im Garten. Jetzt noch, in diesem schönen sommerlichen Oktober. Kann auch ruhig bis November und Dezember gehen.